Die Damago Group ist Muttergesellschaft der drei Pharmafirmen Skincare, Dego, D und Aresus, die als Experten für verschreibungspflichtige Dermatika zusammen einen jährlichen Umsatz von 4,6 Millionen Euro machen. Während 80% aller Arzneimittelwirkstoffe in China und Indien hergestellt werden, sind wir nicht abhängig von anfälligen Produktionsketten aus Fernost. Wir produzieren an mehreren Standorten ausschließlich in Deutschland. Liebe Investoren, mit Ihrem Investment haben Sie die Möglichkeit, Anteile an allen drei Firmen auf einmal zu erwerben und Teil der Dermago-Familie zu sein. Die Aresus Pharma vertreibt erfolgreich ein patentgeschütztes Medikament gegen Feigwarzen im Genitalbereich. Der Wirkstoff ist Polyphenol E und wird aus grünem Tee gewonnen. Wir möchten nun die Indikation des Medikaments erweitern. Unsere Salbe wirkt nicht nur gegen Feigwarzen, sie wird auch gegen aktinische Keratose helfen, eine weitere Hauterkrankung. Bei der aktinischen Keratose handelt es sich um eine der häufigsten frühen Formen von sogenannten hellen Hautkrebs. Diesen muss man dringend behandeln, weil er sonst weiter in die Tiefe wachsen kann. Zunächst war Polyphenol zugelassen oder ist es immer noch zugelassen bei genitalen Feigwarzen. Wir haben es dann im Zellkultursystem erfolgreich auch gegen aktinische Keratosen einsetzen können. Wir haben dann mein altes Labor an der Charité nochmal alles unabhängig testen lassen. Und hier zeigte sich im Zellkultursystem erneut, dass es mindestens so wirkt wie die vorhandenen Präparate auf dem Markt, sogar höchstwahrscheinlich noch besser. Und aufgrund der guten, sehr guten Verträglichkeit bereits erste Off-Label-Versuche sehr erfolgreich durchgeführt, wobei die Patienten vor allen Dingen die milde Therapie sehr schätzten, weil alle anderen Therapien doch zu deutlichen Rötungen oder Krustenbildung, teilweise auch zu Fiebersymptomatiken führt. Das ist alles beim Polyphenol nicht der Fall. Die Zulassung von Medikamenten ist ein langwieriger und teurer Prozess. Der Vorteil unserer Salbe ist, dass wir sie nicht neu zulassen müssen, sondern nur eine Indikationserweiterung beantragen. Das Sicherheitsprofil der Formulierung ist bekannt, das Medikament ist gut verträglich und seit Jahren auf dem Markt. Wir besitzen außerdem Patente auf das Fertigprodukt, den Wirkstoff und seit diesem Monat auch auf die Herstellung. Das heißt, wir können das Medikament komplett selbst produzieren. Mit der Indikationserweiterung in aktinische Keratose würde Aresus sich neben der bestehenden Indikation einen komplett neuen Markt erschließen und laut Verschreibungsdaten der deutlich größere im Vergleich zur Indikation Feigwarzen. In der Indikation Feigwarzen liegt der jährliche Umsatz in 14 europäischen Ländern bei ca. 25 Millionen Euro. Demgegenüber steht das Fünffache an Umsatz in aktinischer Keratose. Im Hinblick auf eine immer älter werdende Bevölkerung wird die Prävalenz von aktinischer Keratose auch in Zukunft weiter zunehmen. Für die Umsatzentwicklung bedeutet das, wir gehen davon aus, dass das Medikament ab 2021 einen Umsatz von 1,8 Millionen Euro machen wird und im Jahr 2026 einen Umsatz von 4,1 Millionen. Das sind keine Schätzungen, sondern Rückmeldungen von Partnern, die seit über 10 Jahren mit dem Produkt arbeiten. Unsere Partner sind etablierte Pharmaunternehmen wie die Dr. Pfleger Stiftung aus Deutschland, Exeltis aus Spanien und Cora Healthcare aus UK. Es muss also kein Vertrieb für die neue Indikation aufgebaut werden. Unsere Partner vertreiben das Medikament bereits. Liebe Investoren, wir haben ein verschreibungspflichtiges, gut verträgliches Produkt am Markt. Wir wollen die Indikation erweitern und müssen dafür eine Wirksamkeitsstudie durchführen. Die Studie kostet 2,5 Millionen. 50% davon tragen unsere Lizenzpartner, weil sie an das Produkt glauben. Die restlichen 1,3 Millionen benötigen wir von Ihnen. Die DEGO-D steht kurz vor der Einreichung der Zulassungsunterlagen eines fertig entwickelten Medikaments gegen Akne. Das Medikament ist das Generikum einer verschreibungspflichtigen und erstattungsfähigen Creme, die in der EU einen Umsatz von 200 Millionen Euro macht. Wir sind der einzige generische Wettbewerber und so dicht am Original, dass wir keine klinischen Studien durchlaufen mussten und direkt in die Zulassung gehen können. Bereits jetzt haben wir einen verbindlichen Lizenzdeal für den Vertrieb in die 11 umsatzstärksten europäischen Länder und einen verbindlichen Forecast über 1,2 Millionen Tuben. Das heißt, damit ist sichergestellt, nach Erhalt der Zulassung bekommen wir die PS auf die Straße. Wir müssen jetzt nur noch die Validierungschargen herstellen. Dafür benötigen wir 800.000 Euro für die Nachfinanzierung. Die Skincare ist mit einem Generikum gegen Neurodermitis am Markt. Milch und Lösung sind in 7 Ländern zugelassen und die Creme wird noch dieses Jahr die Zulassung erhalten. Das Original hat 2020 einen Umsatz von 90 Millionen Euro gemacht und wir haben mit unseren Lizenzpartnern verbindliche Verträge für 80% der Absatzländer vom Original. Außerdem habe ich 50% der Skincare in die Gruppe gegeben.
Die Skincare braucht aktuell kein Investment durch Companisto, da wir mit Dr. Greiter als ehemals größten Lohnhersteller Europas einen strategischen Investor mit an Bord haben. Liebe Investoren, die Damago-Gruppe ist Muttergesellschaft von 3 Pharmafirmen, deren Produkte in über 30 Ländern zugelassen sind. Wir produzieren nachhaltige, deutsche, verschreibungspflichtige Medikamente und sind unabhängig von komplexen Lieferketten. In Summe benötigen wir 2,2 Millionen Euro, wollen aber nach oben offen bleiben, um im Best Case noch mehr Projekte anzufassen. Liebe Investoren, mit Ihrem Investment haben Sie die Möglichkeit, Miteigentümer der Gesellschaft zu werden, den Pharma-Standort Deutschland zu stärken.